Und Action! Herzlich willkommen zum Let's Play The Movies. Eine kleine Überraschung, also ich habe das ja noch nicht angekündigt und habe das einfach mal so aus meinem Schrank rausgekramt und installiert und habe mir gedacht, Mensch, das wär doch meine Idee, davon mal Let's Play zu machen. Ich habe schon zwei von uns Vieren, oder wie soll ich sagen, ja, zwei von den vier Let's Playern, die auf diesem Channel sind, erstellt, und zwar den Laiko und den Hiraishin. Die Lisa und ich, wir folgen wahrscheinlich dann den nächsten Part. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein Spiel starten und mache gleich mal ein Sandkastenspiel, weil das ist am einfachsten. Hier kann man alles einstellen, wie man es braucht. Wir machen mal 1950 und fangen gleich mit 100 Millionen an. Wir haben sehr dicke Sofort-Filmdreh, sofortiger Gebäudebau, Stars haben keine Laune, Gebäude verfallen nicht. Und Start mit fertigem Studio-Gelände. Genau. Und dann starten wir einfach mal. So, einmal der Name von mir. Und we are fresh players. Als Studioname. Okay, jetzt habe ich... Fail. Ich wollte noch ein anderes Symbol wählen. Habe ich natürlich an der Stelle vergessen. Gut, haben wir halt dieses Sternsymbol vom Spiel. Ja, und da haben wir dann auch schon fertig geladen und befinden uns hier auf unserem schönen Studio. Wir haben hier schon eine Forschungseinrichtung, ein Drehbuchbüro, eine Schauspielschule heißt das genau. Dann haben wir hier dann die Veröffentlichung von den... Scheiße. Habe ich jetzt nicht gesagt, aber... Warum? Hä? Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ein neues Paket ist im Labor zur Forschung verfügbar. Ja, hallo. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ein neues Paket ist im Labor zur Forschung verfügbar. Ja gut, okay, dann machen wir jetzt hier mal diesen und ich zeige euch erstmal so das Gelände. Weil die Tante, die sagt jetzt, dass man hier Paket schaltet frei und alles mögliche. Oder erstmal so, genau. Also hier haben wir schon mal hier zum, um die Stars einzukleiden, das große Gebäude hier mit der 8 drauf, dieses hier. Ja, dann haben wir hier auch, Bungalows für die Stars, einen kleinen Imbiss. Hallo, ich bin Wally Krankeburger. Hier ist KMVS, der Sender für die Bürger dieser großartigen Stadt. Bleiben Sie dran, es erwartet Sie ein bisschen Tanzmusik. Genau, jetzt habt ihr auch Ronnie Krankeburger, den DJ in diesem Spiel, kennengelernt. Jetzt probiere ich einfach, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, wir machen mal Viertelstunden Spalten. Nee. Nee, auch doof. Nach einer Stunde. So. So ein Mist. Ah. Jetzt. So. Jetzt wollen wir mal einstellen hier. Ja, was hat der eigentlich hier? Aussehen, gut, ist das. Ach, wir importieren erstmal den Laiko. Das wäre dieser. Und schauen ihn uns erstmal an. Also ich habe natürlich so gut versucht, ihn nachzubilden. In dem Fall ist er natürlich jetzt schon 18.
Ja, nächste. Und den Hierarchen tun wir importieren. Ja, das ist der Hierarchen. Auch nicht so blendend geworden, aber vom Alter her passt es ja mit der 18. Auch mit einem kleinen Bärtchen hier. Das ist schon ein Grafikpack hier. Also, so, es geht nicht. Ich kann. Leiko ist total hohl. Seht ihr? Ah, fail. Na gut, und wir haben natürlich noch eine hässliche Person, oder habe ich immer einfach mal so erstellt. Natürlich nicht nach irgendeinem Vorbild von irgendjemanden. Nein, um Gottes Willen, das ist einfach nur so aus Lust an der Laune habe ich den gestaltet. Und bleibst du stehen? Da winkt er auch nochmal für euch. Schick, oder? Schick, 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 schick. Gut, Statist. Regisseur. Wir machen mal 2 Regisseure. So. Statisten brauchen wir aber auch noch. Dann nehmen wir einfach mal die, die sich hier anstellen für die Karriere als Hausmeister oder Gartenhilfe oder wie das heißt. Es sind natürlich schwierige Zeiten. Und da kann man natürlich nicht alles nehmen, was man möchte. So. Das reicht jetzt erstmal, denke ich mal. Zur Not kann man immer noch einstellen. Das ist ja das Gute daran. Also das heißt nicht, nur weil die sich jetzt hier anstellen für Hausmeister oder Handwerker, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass sie da nur das machen können. Oder ja, also. Ich kann jetzt zum Beispiel, da will sich jetzt. Der will nicht mehr. Hier geblieben. Den könnt ihr jetzt zum Beispiel in die Forschung packen. Ja, die Pazifisten sind überall. Ihr Nachbar könnte einer sein, sie könnten einer sein. Wenn ja, bloß raus mit ihnen. Ja, den haben wir auch nochmal schnell gegriffen hier. Mal schauen. Ja, die hauen ja alle ab. Wir nehmen noch einen Handwerker. Ne, weg da. Hier geblieben. Heute ist ein wunderbarer Tag. Allerdings wäre mal eine Gehaltserhöhung für mich fällig. So, jetzt haben wir es doch mal. Jetzt weiß jeder, was für ein Geizkrank du bist. Ja, Actionkomödie. Wir machen meine Romanze und wollen mal schauen, was dabei rauskommt. Achso. Genau, die wird auch mit in das Drehbuch jetzt schreiben, die praktisch zusammen ein Drehbuch. Und wenn da 2 Frauen ein Drehbuch schreiben, na da kann ja was draus werden. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Oh, ja, als Crew. Na, da stemmen einfach mal auch mal so 5 Leute ein. 1, 2, 3, 4, 5. Wap. Boah, boah, so, du kommst auch mit in die Forschung. Weil je mehr Forschung, desto besser. Okay, forschen. Haben wir jetzt ein Drehbuch. Drehbuch ist immer gut, da werden die schneller fertig. Und die auch noch. Ich kann ja später immer noch Leute für die Crew einstellen. Weil später werden natürlich auch die Filme aufwendiger und so. Ich habe es noch nie allzu weit gespielt. Und jetzt werde ich einfach mal schauen, dass ich. So. Ja. Jetzt wollte ich irgendwas machen. Genau. Ich baue jetzt erstmal noch ein paar
Szenerien, ein paar. Ja, wie hieß es? Wir wissen alle, was ich meine, aber keiner wagt es auszusprechen. Szenen. So, was gibt's denn hier Neues? Landschaft und Verzierungen. Ach so, das heißt jetzt, es sagt mir jetzt praktisch, genau, stimmt ja. Ich soll jetzt hier einen Weg bauen. Zack. Le Formidable, würden jetzt die Franzosen sagen. Automobil ist auch immer eine ganz nette Szene. Die pappen wir mal hier in die Ecke. In der Hoffnung, da passt auch noch irgendwas hin. Und schauen wir mal, was wir hier noch haben. Eigenes Drehbuchbüro brauchen wir auf jeden Fall. Um dann nachher einen eigenen Film drehen zu können. Den werde ich jetzt wahrscheinlich dann... Entweder ich werde den noch in diesem Part mitmachen. Entweder ich werde in diesem Part noch machen oder halt im nächsten Part, wenn ich dann auch mit gucke, dass ich dann noch die anderen beiden, also mich und Lisa, auch mit einfüge ins Spielgeschehen. Ja, eine Entzugseinrichtung wird jetzt nicht gebraucht. Die Post-Production, die könnte man noch brauchen. Ich hab diese Frau getroffen. Tut mir leid, ich kann nicht mehr. Ja, er hat diese Frau getroffen. Also jetzt sind wir um eine Erkenntnis reicher. Und wir tun noch... Nee, das haben wir glaube ich noch gar nicht. Nee. Ein Restaurant für die Schauspieler. Ja, ist ja gut, immer dass sie Mecker hier von wegen hier irgendwie einen Weg hinbauen. Zack, da ist Weg. So, da ist jetzt ja auch noch Weg. So, und wer sich jetzt noch beschwert, der wird gefeuert. Ganz einfach, knallhart. Ich meine, es ist ja immer. Mist. Ging das nochmal zu löschen, ich glaube. Genau, rechtsklick. Bin ich gut. So. Star- und Drehbuchverkauf. Das ist immer genial. Jetzt gucken wir mal, was wir für diesen Ugly Guy oder Ugly Typen hier. 773 Dollar. Nee. Und für Leiko? 656 Dollar, also bitte nimmst du mich persönlich. Die Leute wollen dich einfach nicht haben, Leiko. Und mal gucken, was wir für die Reichen bekommen. 572, meine Güte. Jetzt unterhalten sich mal hier die beiden. Zack. Ja, bekannt. Und das ganz alleine. Oh. Hier ist ein guter Rat von KMBS. Kaufen Sie ein Auto. Das ist die Zukunft. VIP-Bereich. Ja, nimm Platz, futter was. Guck mal, jetzt können wir mal gucken, wie er sein Essen genießt. Bei schöner Musik. In diesem wunderbaren Ambiente. Kann man hier irgendwas erkennen? Nee, schade. Genau. Wir schauen jetzt hier nochmal, was wir noch bauen können. Toilette klein. Toilette groß. Trailer klapprig. Das wird alles noch erfunden. Drehbuchbüro einfach haben wir schon. Achso, das ist alles hier. Ja, das haben wir schon. Oh, Schönheitschirurgie. Die können wir uns dann jetzt kaufen. Gucken wir gleich nochmal. Schönheitschirurgie. Die legen wir uns natürlich auch gleich zu, weil wir wollen ja schicke Stars haben. Und werden den Max nur zum Lüften schicken. Nee, Quatsch, das ist der Leiko. Den Leiko, den Oscar mal zum Lüften schicken.
So, jetzt ist er geliftet und ruht sich jetzt noch aus. Währenddessen bauen wir noch ein Set. Bühne brauchen wir nicht, Landhütte außen, ja. Ich bin Crawley Wankelberger und heute, Ladies and Gentlemen, habe ich Geburtstag. Wir hatten einen kleinen... Und ich bin etwas müde. Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht, dem Ronnie Kruckeburger. So, einfach auf den Weg gebaut, ja. Zack. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wir brauchen ja im Prinzip jeden Platz, den wir kriegen können. Und da stört es einfach mal nicht wirklich. Letzte Meldung. Eine versuchte Besteigung des Everest endete heute in einer Tragödie, als der britische Abenteurer Sir Toxin Smith-O'Reilly vor wenigen Meter vom Gipfel entfernt einem tödlichen Nasenbluten erlag. Oh. Was Gutes, jetzt kann endlich einer von unseren Jungs als erster rauf. Ja, ein tödliches Nasenbluten, der Arme. Der hat's wirklich nicht einfach. Ich meine, ein tödliches Nasenbluten. Wer will das schon haben? So, wir machen aber jetzt mal noch einen Weg hier. Das sieht nämlich dann schöner aus bei uns. Wir wollen ja ein schönes Studiogelände haben. Einfach mal so durchhauen. Ja, passt, passt. Ja, schäbiges Hotelzimmer nehmen wir auch noch. Zack. Mit Weg dran. Und dann haben wir es auch soweit. Jetzt werden wir unseren ersten Film drehen, Ladies and Gentlemen. Okay, jetzt müssen wir den Film nehmen. Casting beginnen. Als Hauptrolle nehmen wir LIGO. Regisseur. Okay. Ene Miste. Nehmen wir Leiko mit Hiraishin oder Ugly Guy. Ich nehme Ugly Guy. Ich bin mal fies. So, Film ist fertig gedreht. In diesem Fall jetzt. Weil es würde natürlich noch eine Weile dauern, die müssen im richtigen, also, hey, wie soll ich das erklären? Normalerweise müssen die von Set zu Set rennen und dort praktisch das alles machen. Wir schauen uns mal den Film an. Jetzt werden praktisch die Szenen gezeigt, so was passiert, wie der Film heißt. Natürlich nochmal, Madam, verlassen Sie die Front. Ich lasse den Film für sich sprechen. Die Musik ist auch schon atemberaubend. Okay. Post-Production. Post-Production. Post-Production, da haben wir es doch. Willkommen zur Post-Production, wo Sie Ihre Filme auf vielfältige Weise bearbeiten und verbessern können. Sie können Ihre Filme auch als Dateien exportieren, die Sie dann an Ihre Freunde schicken oder online stellen können. Ja. So. Jetzt sind wir praktisch erst mit dem Film. Ich lasse ihn für Sie sprechen. Thank you.
zu Tränen gerührt. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr auch zu Tränen gerührt seid, weil dieser Film ist einfach nur Hammer. Bevor mir irgendjemand einen auf den Deckel haut. Ich kann dafür nichts. Gut, okay, ich habe die Rollen verteilt, aber wir hatten da jetzt gerade nicht so die Auswahl und werden den Film jetzt einfach mal hier veröffentlichen. Crew-Erfahrung furchtbar. Das ist alles mittelmäßig und so. Filmbewertung, ein Stern. Ja, dann gucken wir uns den jetzt nicht. Den haben wir uns ja gerade angeguckt. Ja, na gut. Ja, okay. Eine Regie, die das Wort Qualität permanent ohrfeigt. Leike muss noch einen langen Weg zur überzeugenden Romantik gehen. Okay. Leiko hat den Film echt... Entschuldigung. Da kann ich doch nicht ernst bleiben. Leute. Was stellt ihr mit mir an? Die schauspielerische Leistung in diesem Film war durchgehend grauenhaft. Ach, Leute, ich muss echt noch üben. Ihr müsst echt noch üben. So, jetzt tut der Film uns auf jeden Fall Geld in die Kasse spülen und ja, schon 5000, ne? Also immerhin. Alter Verwalter. Ja, genau. Und jetzt ein guter Rat von mir. Sie haben das Recht, Waffen zu tragen. So. Nutzen Sie es. Sicherheit. Wir werden es mal die beiden auf die Action-Schulbank schicken. Und Ugly Guy Dorf. Der Dorf. Romanze proben. Mal sehen, wie er das macht. Eine Probe, eine Romanze. Aha, ein Blumenstrauß. Ein bisschen kantig, ein bisschen eckig. Aber, ja. Ach, herzzerreißend, also... Das kann ich mir nicht mal mit angucken. Echt nicht, beim besten Willen nicht. Ich bin raus. So. Gucken wir nochmal, was die anderen beiden machen. Ich glaube auch die Regisseure, die können, glaube ich, auch noch proben. Ja, dass sie da mal noch ein bisschen Erfahrung kriegen. In diesem Genre. Was, schon fertig? X da. Weiter proben. Max probt mit... Hier. Ne, Horror ist doch schon ganz gut. Zeit für eine weitere Tatsache des Tages. Delfine sind so klug wie Mäuse. Und später gibt es noch mehr Interessantes. Okay. Aber nicht mehr in diesem Part. Ich verabschiede mich an dieser Stelle für euch. Von euch. Ich habe schon total überzogen. Nächstes Mal wird wahrscheinlich dann nur eine Viertelstunde sein, aber ihr seht jetzt erstmal, worum es in dem Spiel geht. Wir haben schon einen Film gedreht, mehr oder weniger. Ja. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Part ein, wenn es dann wieder darum geht, einen Film zu drehen. Auf Wiedersehen.